An den Aktienmärkten ging es 2018 stetig auf und ab. Erst zu Jahresbeginn erreichten wir noch ein neues Allzeithoch, nur dass der DAX danach stetige Verluste hinnehmen musste. Am Ende des Jahres steht ein deutliches Minus zu Buche, doch das ist den meisten Anlegern mittlerweile hinlänglich bekannt. Deshalb wollen wir heute auf die Rentenmärkte blicken. Was hat diese eigentlich in den zurückliegenden Monaten bewegt? Und das Ganze tun wir heute wieder mit Bianca Becker, Rentenhändlerin hier an der Börse Stuttgart. Bianca, wie lautet schlussendlich dein Fazit? Wie habt ihr bei euch hier im Handel das zurückliegende Jahr erlebt? Was waren denn bei euch die wesentlichen Treiber? In den letzten Monaten war es auch bei uns im Anleihehandel durchaus turbulent und durchwachsen, vor allem im Emerging-Market-Bereich. Hier standen vor allem im Fokus die Staatsanleihen aus Argentinien, Venezuela und auch insbesondere der Türkei. In letzter Zeit sind auch wieder Russland und Ukraine in den Fokus gerückt, vor allem wegen den politischen Unsicherheiten. Im Unternehmensanleihenbereich haben wir gesehen, dass die Renditeausschläge über das ganze Jahr hinweg zwischen den High-Yield-Anleihen und den deutschen Bundesanleihen deutlich ausgeweitet sind. Auch im Investment-Grade-Bereich sind die Renditen deutlich angestiegen, was natürlich dann im Umkehrschluss die Kurse nach unten gehen lassen hat. Schauen wir auf die europäischen Rentenmärkte. Hier hieß es auch im Jahr 2018 wenig Neues. Die EZB blieb sich treu. Man verfolgt offensichtlich weiterhin den seit vielen Jahren bereits eingeschlagenen Kurs. Und entsprechend blieb es, abgesehen von Italien, eher ruhig an den europäischen Märkten für Staatsanleihen, oder? Ja, das stimmt. Wie du jetzt schon gesagt hattest, Italien war im Fokus. Jetzt gehen wir da auch mal auf die Renditeaufschläge ein. Wenn wir das anschauen zwischen der 10-jährigen italienischen Staatsanleihe und der 10-jährigen deutschen Bundesanleihe, da lagen wir am Anfang des Jahres bei rund 150 Basispunkten Renditeaufschlag. Jetzt liegen wir bei über 250 Basispunkten. Dieses Niveau hatten wir zuletzt erreicht 2011, 2012 während der Staatskrise. Wenn wir den osteuropäischen Markt anschauen, da lag im Fokus der Anleger vor allem die Staatsanleihen mit längerer Laufzeit von Rumänien und Polen im Fokus, weil sie bei vergleichsweise moderatem Risiko gegenüber den deutschen Bundesanleihen trotzdem ein bisschen mehr Rendite noch abgeworfen haben. Während es also auf dem Sektor für Staatsanleihen mit wenigen Ausnahmen relativ ruhig zuging, sieht es bei einigen Unternehmensanleihen ganz anders aus. Hier standen in den vergangenen Monaten vor allem Bankenwerte oder eben auch die Automobilwerte im Fokus. Ja, das stimmt. Bei den Bankenwerten waren es vor allem die Deutsche Bank und die Commerzbank. Jetzt erst letztens die Razzia, aber auch die Fusionsgerüchte haben hier für deutliche Bewegungen im Markt gesorgt. Wenn wir auf die Automobilwerte schauen, hier haben vor allem die Dieselkrise und die weltpolitischen Turbulenzen wie der Handelskrieg zwischen USA und China für viel Bewegung gesorgt. Das hat nicht nur BMW, sondern auch VW und Daimler dazu veranlasst, Gewinnwarnungen rauszugeben. Und das hat natürlich das Vertrauen der Anleger deutlich getrübt. Dann gab es zuletzt ja auch noch ein kleines Zinscomeback, zumindest in den USA, wenngleich nicht unbedingt in Europa. Wie wirkte sich denn der Anstieg der Zinsen bei euch im Handel in den USA aus? Gerade Anfang des Jahres haben wir an der Börse Stuttgart gesehen, dass durch den Zinsanstieg in den USA viele Anleger von den Anleihen der Schwellenländer in die höher verzinslichen und vor allem auch sichereren US-Staatsanleihen geflüchtet sind. Und bis zuletzt sind die US-Unternehmensanleihen bei uns durchaus gefragt, da sie im Vergleich zu den deutschen Unternehmen mit dem gleichen Rating, gleiche Laufzeit, mehr Zinsen zahlen und weil hier auch die Mindeststückelung der Anleihen meistens bei 2000 US-Dollar liegt. Abschließend müssen wir an dieser Stelle natürlich noch auf das kommende Jahr blicken. Was sind denn deine Erwartungen an das Jahr 2019? Fed und EZB haben sich zumindest ein klein wenig schon einmal in die Karten blicken lassen. Ja, die letzte Sitzung der Fed steht ja noch aus, aber der Notenbankchef Powell hat schon durchblicken lassen, dass die Fed nächstes Jahr nach der Jahreswende es vermutlich mit den Zinserhöhungen ein wenig langsamer angehen lassen wird. Und auch die EZB hat sich ähnlich geäußert, dass wenn die Wirtschaft oder der Wachstum sich weiter verlangsamt, es in Europa für einen längeren Zeitraum keine Zinserhöhungen geben wird. Und Experten rechnen nicht damit, dass vor Ende 2019, Anfang 2020 in Europa überhaupt eine Zinserhöhung stattfinden wird. Wir halten zum Ende hin fest, die Bewegung ist demnach auch an den Rentenmärkten zurück. Das ist ja auch mal wieder eine schöne Nachricht. Wir freuen uns auf 2019. Dir wieder vielen, vielen Dank, Bianca Becker, Rentenhändlerin von der Börse Stuttgart. Vielen, vielen Dank und schöne Feiertage. Danke auch.